Wir sind hier in Bad Göckingen in Bayern. Wir haben super Voraussetzungen, deswegen kommen wir hierher. Sind um diese Jahreszeit auch mit Top-Plätzen ausgesegnet. Das sind die besten Torhüter von Deutschland, von den ganz Kleinen, der U15, bis dann hoch zur U20, die Nationaltorhüter und die, die es werden wollen. Dass wir nicht nur auf uns auf zwei Torhüter verlassen, sondern wir wollen es erweitern auf 8 Torhüter, sodass wir dann mit 2 Camps im Abstand von einem halben Jahr dann unterwegs sind. Ja, wir sind natürlich gut ausgestattet, wir haben ein riesen Funktionsteam, wir haben eine medizinische Abteilung dabei, wir haben Analysten dabei. Zum einen sind wir mit den Jungs natürlich auf dem Platz und wollen sie dort weiterentwickeln. Und zum anderen haben wir ein sehr qualifiziertes Rahmenprogramm. Wir arbeiten nach unserer neuen DNA mit den Jungs zusammen, nach den Leitlinien der DNA. Wir haben Workshops, in denen wir Analysen von Top-Torhütern, Spielszenen, hier jetzt konkret von der Euro im letzten Jahr, das Verteidigen der Golden Zone analysieren, die Jungs das analysieren lassen. Ich freue mich jedes Jahr aufs Torwartcamp, weil das Torwartcamp was ganz Besonderes ist, dass wir wirklich nur mit Torhütern arbeiten können, sehr viel Zeit haben mit den Torhütern und dann auch unsere Bereiche wie die normale Zielverteidigung, Raumverteidigung, das Offensivspiel ja, sehr gut trainieren können. Hier ist es so ein Mix aus allem. Da hat man einmal den NLZ-Lehrgang als Verantwortlicher und einmal ist man jetzt auch draußen beim Training und sieht die Jungs alle mal trainieren. Ist auch dann interessant, die eigenen Jungs zu sehen im Vergleich mit den Torhütern anderer Vereine, wo sie da stehen, wie sie da drauf sind. Thema Messen mit den Besten. Sie sind in ihren Jahrgängen mit 3 weiteren Elite- und Top-Torhütern zusammen und müssen sich dort auch beweisen. Ja? Sie können sich zeigen, sie können sich empfehlen für die Nationalmannschaften. Die Bedingungen sind super. Es macht Spaß, dann mit den Jungs sich zu messen. Und ja, gibt tolle Angebote hier mit den Workshops oder so, wo wir eigene Einheiten entwickeln können. Am meisten macht es natürlich Spaß, unter Torhütern zu sein, die alle ja, dieselbe Position haben und die wissen, wovon man spricht. Und aus den, von den anderen Jungs kann man dann einfach auch nochmal viel Input mitbekommen. Super Spirit, also ich habe selten sowas erlebt, ist natürlich auch hier vom Format her überragend, weil du kannst dich komplett auf das Torwartspiel konzentrieren in diesen 3,5, 4 Tagen. Und das merkt man den Jungs an, die haben richtig Bock drauf.